Na, du hast gesagt, du weißt es nicht. Muss ja irgendeiner Schuld sein. Wir reden halt von Kakao. Da will ich jetzt nicht lang gehen. Oh. Ich hab dich gewarnt. Ja, ich wollte gerade looten, das ist wichtig. Ich auch. Sterben mal gemeinsam. Ja. Ich lebe! Ich auch! Und bin wieder tot. Und lebe! Nein, nein, nein. Man stirbt ein bisschen leiser vor. Hoppla. Ich sehe einen toten Claptrap. Aber da komme ich nicht hin, weil es noch so weit weg ist. Haselnuss, oh ja, Haselnuss schmeckt auch lecker. Alter, so Schokolade mit Nuss und Kirschbanane. Was ist denn ein Müller-Milchshake oder die normale Müller-Milch? Kennst du die Müller-Milch-Shake-Sorten nicht? Die gibt's auch fast nirgendwo. Also, okay. Nur in, also, okay, also in großen Städten sind die natürlich häufig antreffend, aber hier, da wo ich wohne, gibt's die gar nicht. Okay. Ist nicht halt richtig aggro wie deswegen. Ist die Milchshake mit Erdbeergeschmack und was gab's noch? Irgendwas mit Kokos gab's noch? Genau. Banane. Nee, Banane nicht. Banane nicht. Muss mal googeln. Müller Milchshake. So. Komme ich da jetzt hin? Findet einer einen Weg nach oben? Ich guck gleich. Verarschen. Mhm, ich glaube auch. Das wäre unsere Lieblingsaufgabe. Wege suchen. Ja, und springen und sterben dabei. Wo bist du denn lang? Ich lauf oben rum. Ich bin anscheinend richtig. Wir baggen uns gerade durch die Gegend, oder was? Ja, im Grunde schon. Wo soll das jetzt sein? Unter mir. Hier sollten wir, glaub ich, nicht sein. Ich glaube auch. Keine Ahnung. Also nicht auf diesem Wege. Ja, aber was müssen wir machen? Ah! Scheiße. Das war es, glaube ich, nicht. Hui! Runtergefallen. Alter, was? Ist ja scheiße. Ich such mal einen Weg. Nein, ich stecke hier fest. Und doch nicht. Die gibt es bei uns im Dorf leider nicht. Ah, das ist schade. Die schmecken nämlich ganz lecker. Aber ich weiß nicht, ob... Ist das auch nur saisonbedingt, oder? Nee, eigentlich nicht. Wenn es die Firma gibt, dann... Wäre eigentlich ganz gut.
sonst würde da Saison draufstehen. Ja. Achso, Müllermilch Eiskaffee mag ich auch. Ist auch lecker. Ist auch runtergefallen, ja, so scheiße. Wer konstruiert so einen Scheiß? Dann fragst du noch. Ich guck, wie man da hinkommt. Oh, es gibt keinen Weg. Hallo Yume, na, alles fit bei dir? Ah, ich hasse sowas. Nicht nur du. In Borderlands 2 gab es nur solche Missionen, wo man irgendwo hin musste, wo man nicht wusste, wie man da hinkommt. Deswegen habe ich nie Nebenmissionen gemacht. Ich kann es verstehen. Deswegen war ich auch immer unterlevelt. Okay, eins habe ich. Okay. Wie kommt man jetzt dahin? Ja, das weiß ich auch nicht. Jetzt. Da ist auch irgend so ein komisches Sender. Die Kraft sorgt für die Aufmerksamkeit. Ah. Ihr Mikro zu klauen wird Ihnen echt stinken. Aber so richtig übel. Ja, super. Zurück ins Auto. Hast du? Ja. Wir haben alles. Gut. Musst du es über die Rohre springen? Ja. Das ist doch echt. Ja, so schwer war das nicht. Ich hab mich einfach immer nur. War immer nur zu hibbelig. Ich hab gedacht, ich fall runter und bin nochmal gesprungen. Ja, und das andere musstest du einfach rüberspringen und dann hab ich mir noch diesen komischen Zettel. Spielst du auch LOL? Fahre zum Zahnarzt. Ach nö. So, ist nicht so meins. Will aber nicht zum Zahnarzt. Nein, ich wehr mich, ich mach das Auto kaputt. Sag, wenn ich richtig fahre. Ja, bis jetzt schon. Oh wow, ich hab gedacht, wir sind da. Stopp, 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 stopp. Was? Warum stopp? Weil ich ausgestiegen bin. Achso. Ah ja, er ist draußen. Das sehe ich auf der Karte gerade. Ihr fahrt weiter und ich sag Stopp und ihr fahrt trotzdem weiter. Ja, ich sehe gerade nicht, ich bin auf dem. Ja, da ist ja noch ein noch einer da hinten drauf, deswegen. Ich dachte, das bist du. Das ist ein alter Sack, so sehe ich nicht aus. Wer weiß. Ja, ich hab dem alten Sack ins Gesicht geschossen. Du willst nicht, dass ich dir das Lenkrad wegnehme! Was? Ich mach da nichts! Ja, einfach dann da hoch, genau. Dann sind wir da. Meine Fresse, ist das ein Knottersack, ey. Knottersack? Ha? Ja, ein Knottersack. Aber bald. Was? Nein. Ist wirklich nicht meins. Klopfe endlich an diese Tür! Die Charaktere und so da raus! Oder diese Videomusik manchmal. Ist ganz cool. Klopp, klopp. Klingeling. Was willst du? Kaffee. Der alte Trottel. Denta Dan. Ich hab keinen Schimmer, was zum Kuckuck du da laberst. Klingt wie so eine Zahnzeug. Nimm seine Zähne, du Mann. Wow, wirklich jetzt? Meine Zahnpaste. Zähne kriegt keiner. Hab die Tür aufgemacht. So sieht also der Zahnarzt hier aus. Oh cool, wenn man die Ballons kaputt macht. Der Dentalen und. Lauf die Zähne aus! Ich brauche sie! Wenn ich sage, wir müssen die Zähne putzen. Auf, dann klaufst du sie auf, mein Schoß mit Dent. Ganz ruhig, Opi, ganz ruhig. Ich denke. Alter, chill mal deine. Scheint guter Arzt. Nuggets. Es scheint ein guter Zahnarzt gewesen zu sein bei dem ganzen Blut. Ja. Sven hier. Wollt ihr mal, Was? Hier. Scheint ein guter Zahnarzt gewesen zu sein. Naja.
ich albern werde und mich bei dir bedanke oder so. Bring mich einfach nach Hause, du verfaulter Tortilla-Chip. Vielleicht kannst du mal ein Bild von Ari aus Aloy zeichnen. Lass man ihn auch töten. Ich mal zum Zeichnen kommen. Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil wir den Bild machen. Ich hoffe, es wird mal ein bisschen ruhiger. Dass ich dann wieder mehr zeichnen kann, weil es dauert halt auch ein bisschen. Das ist immer doof. Ich bin dann im Zeichnen vertieft und mache meistens die Bilder dann halb fertig. Ich die ganze Zeit mit dem ach, wir müssen. Ach, ich muss ja dahin fahren. Ja, ich glaube auch, dass es so ein Arzt war. Und jetzt raus aus meinem Wagen, du verdammter Idiot! Hey, Lecker. Hol das Geld, ja, das ich unter der Matratze versteckt habe! Oh, gut. Er ist in einem Stück zurück. Hurra! Ja, wir freuen uns danke, auch. Dass du ihn für eine Weile hier weggebracht hast. Ich weiß jede friedliche Minute zu schätzen. Hier ist Paps Geld. Du wirst nie erfahren, wo ich das Gold vergraben habe. Okay. Alter, schwach und aufgebracht. Aber ja. Teamfight Tactics kannst du spielen. Ist aber auch nicht meins. Ist nicht so meine Richtung. Zum Zuschauen vielleicht ja, aber guck mal, auf der Karte gibt's schon wieder so viele Ausrufezeichen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, es ist aber jetzt die Frage, sollen wir jetzt schon Schluss machen, weil wir haben halb elf. Ach, halb zwölf. Eine Aufgabe können wir ruhig noch machen. Gut. Gut, ich gucke mal. Nur, dass du heute mal pünktlich Schluss machst. Ja. Da achte ich heute mal drauf. Ja, ich muss noch was essen. Auch ja. Mist. Bum, 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 Stadt. Siehst du mal, da hast du heute mal einen netten Ort. Naja. Nett? Was war denn jetzt die ganze Zeit, wo ich muten musste? Das nennst du nett? Ja. Nein. Nein. So, dann machen wir diese Mission hier. Echo Net Neutralität. Wir sind jetzt auf dem Blutsfahrt. Ich höre aber Kriegsfahrt. Nein, Blutsfahrt. Ich höre aber Krieg. Blut. Das heißt, ich brauche Krieg. Klingeling. Auch Krieg. Ich kann das Ding nicht mehr fahren, Scheiße. Ja, also das ist wirklich sehr gut. Ich versuch's trotzdem. Aber er hat recht. Nee, er hat recht. Kommt raus, wir müssen zu Fuß gehen. Oh, ich will aber nicht laufen. Muss man ja. Ich gucke, wo der nächste Schnellreisepunkt ist. Der ist genau vor Ort. So ein Himmel hätte ich auch gern mit dem Planeten da. Warum bin ich dann jetzt zum Fahrzeugspawn gelaufen? Weiß weil ich doch nicht. Weil du zum Fahrzeugspawn gelaufen bist, weil du. Ich bin ja auch ins Auto eingestiegen, also von daher. Ein Kammerjäger? Ganz gleich, worum es geht, ich war's nicht. Ach so, er hat sich gebohrt. Oder doch, falls es cool war. Ich bin auf der Suche nach einem Lord der Skags. Hast du ihn gesehen? Den Namen habe ich seit 7 Jahren nicht gehört. Was denn? Du hast ernsthafte Lag-Probleme. Ich heiße nur noch Edwin, aber die Tür. Hallo, lass das Auto davor stehen. Ich spreche vom teuflischsten aller Feinde, der Bandbreitenbeschränkung. In der Nähe ist ein Hyperion okay. Echonet Hub. Du musst dorthin und diesen Dämpfer zerstören. Hey, was soll das? Vor dir steht Pandoras Ehemann. Das hat 3 Euro gekostet. Mit 14 Jahren stand ich an der Weltspitze. Pro Gamer. Das ist wie ein Kämpfer ohne Kampfskills. Richtig? Das ist ein angesehener Berufszweig. Und ich war der Beste. Sogar besser als Handsome Jack. Dieser Möchtegern hat jedenfalls nicht gerne gegen Kids verloren. Deshalb hat er einen Echo-Dämpfer installiert. Den Uktak. Damit hat er seine eigene Leitung beschleunigt und die anderen verlangsamt. Ganze Millisekunden Lag. Was? Es und die Haare da unten noch. Ihh. Das Spiel verstört mich. Was? Na, dieses Plakat hier. Ja, mach es kaputt. Ja, auch noch die Haarfarbe an den Achseln. Was so? Meine Augen. Ich fahre mit einem anderen Fahrzeug. Ich
fahre nicht mit Killer. Der fährt doch gut. Nein. Ich fahre besser. Lazio, möchtest du? Darfst es haben. Es? Ja, ich weiß nicht. Was sind da? Das ist der Econet-Hub. Der Uktak muss irgendwo da drin sein. Pass auf, dort sind überall KTK. Wir werden nicht beleidigend sein. Haben wir hier nicht schon mal? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich hoffe, Killer weiß, was er tut. Ja, ich bin aber gerade den Weg nach oben am Suchen. Und hinterher müssen hier wieder Gegner sein. Er sagt, hier sind überall KTK. Ja, wieder verbuggt oder was? Hier heißt es aber, finde Uck. Tag und ich töte die KTK. Also ein netter Bug. Wenn das Uktak da ist. Ah, da läuft's noch. Uktak hat Game kaputt gemacht. Hast du es gefunden? Wow, wow, das ist voll oben, ne? Der Uktak ist noch bösartiger als erwartet. Mir wurde es oben angezeigt und dann... Zerstöre das Ding und dann endlich wieder volle Verbindungsgeschwindigkeit. Ah, Scheißdreck, das ist eine Hyperion-Firewall. Da komme ich nicht durch. Aber ich kenne wen, der es kann. Hey, ich will die Sachen hier sammeln. Doch kein Bug. Halte sie auf, Kammerjäger. Jetzt ist sie da. Der mit dem Psycho los, der ist auf unserer Seite, hä? Das war... Hä? Der ist verwirrt, keine Ahnung. Hast du den auf unsere Seite gezogen, Killer? Nein. Was ist denn dann mit dem passiert? Keine Ahnung. Werfen Sie die Hände weg und kommen Sie mit erhobenen Waffen raus. Wow. Selber! Guck mal, ich hab was für die Liebe. Ich kann die irgendwie nicht verletzen. Ja, ist aber tot. Die hat sich im Spawn versteckt. Tja. Ich will auch Bandbreite, mehr! Zipfel, ja, das finde ich auch lustig. Okay, das Meme ist tot. Richtig cringy, was? Verdammt, Uktak, genau das meine ich! Wovon redet ihr?
Was tot? Oh wow. Oh wow. Sterbe ich mal da? Nee, nur ich. Aber ich kann es nicht. Ja, die Leiste ging so schnell weg. Ich konnte noch nicht mal auf irgendetwas schiefen. Ich dachte, ich komme mit dem Fahrzeug rein und baller alles tot. Loser. Hier liegen so viele Waffen drin. Shredder-Fanatiker. Ja, soll ich ihn auch geschreddert? Was? Memes vollballern, wow. Öffne 5 Uhr. Tolles Meme. Dieses Meme geht einfach, mach die Krabbe, mach die Krabbe was? Wow. Die Memes müssen rollen. Oh, hier ist ein 2-Sekunden-Video von einem Rack, der sich einen Teenager schnappt. Echt fies. Ein Rack, der sich einen Teenager schnappt. Ich lache mich tot. Hey, du bist der Einzige, der gerade lacht. Was zur Hölle ist los mit dir? Meme-Bombe! Können wir uns den Titel jetzt setzen? Meme-Ritter? Ja. Wahrscheinlich. Will jemand mitfahren? Nö. Wir sind die Kippe runtergeschoben. Viel cooler. Ach, komm! Das ist ein Gegenfahr. Klingeling! Und der will Killer fahren, ja. Das Übliche also. Wo wollt ihr hin? Weiß ich nicht. Ist das nicht hier? Doch. Wie viel Alter für 14? Man wird halt erwachsen.
Heute verdiene ich mein Geld mit dem Minen von Vichorio Wafer. Das ist eine Kryptowährung. Du weißt schon, nichts Großes. Echt cool. Hab keine Zeit, dir das zu erklären, aber mit voller Wahl jetzt starten. Reich. Danke, Kammerjäger. Bitte. Ach, ich hätte so viel Kohle mit Kryptowährung machen. Also, wie wäre das? Das blöde Papiergeld hier nimmst. Ich werde es nicht mehr brauchen. Okay. Mist. Kommst du da raus? Hey. Wow. Nein, warum? Hilfe, der will mich überfahren. Der will mich überfahren. Mami. Jetzt komm her! Nein, geh weg. So. Juhu, wir sind so bescheuert. Ja. So, das war die eine Mission. Ja. Richtig. Hallo, Entengrab. Na, wie geht's dir? Mir geht's sehr müde. Ich mache nämlich jetzt eh gleich Schluss, damit ich mal wieder ins Bett gehe. Ich habe die letzte Nacht nämlich nicht geschlafen. Und so geht's mir auch. Matsch im Kopf. So, dann machen wir hier 2 Wochen weiter. Ja. Ich freue mich. Wuhu! Ich gehe trotzdem nochmal in den Automaten. Stimmt, Automat. Ja, kann man ja nochmal machen. Ich glaube, ich es vergessen und dann laufe ich mit dem vollen Rucksack. Wozu brauche ich Sniper? Weiß ich nicht. Weißt du, ich hab sowas mal aus einem Patienten. Da bin ich ja zur perfekten Zeitung erschienen. Ja, im Grunde schon. Aber ich mache ja sonst eigentlich immer ein bisschen länger, aber heute. Noch länger schaffe ich irgendwie nicht. Das ist doch perfekt so. Unter der Woche. Ja. Das auch. Und da ist alles nach 0 Uhr zu lang. Ja, das stimmt. So, erstmal das, und dann schließen. Ja. Spiel beenden. Kann ich ja hier rüber. Power.